Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Diesmal sind wir unterwegs hier auf Naboo mit dem Sturmsoldaten, mit dem Angriffstruppler. Spielen hier mit der ersten Waffe von dem. Wollte ich einfach mal wieder ausprobieren, hab die letztens mal im Stream gespielt. Da war es eigentlich ganz cool. Da habe ich mir gedacht, komm, das kannst du eigentlich normal machen. Macht bestimmt Spaß damit. Gucken wir mal, wie es läuft. Vielleicht schaffen wir es ja auch wieder, einen Helden zu erspielen hier auf Naboo. Die Map spiele ich ja mittlerweile wieder richtig, richtig gern. Die ist auch super cool. Kommt leider irgendwie viel zu selten mittlerweile irgendwo. Nachdem ich sie bei der Beta ja tot gespielt habe. Na, ist hier nicht irgendwo einer? Ja, doch, doch, doch. Den habe ich doch gehört. Ist auch dämlich, ne, dass der dann da einfach rumruft. Feindbeschuss! Man dann selbst so denkt, ja gut, wenn da einer ist, dann werde ich den mir mal schnappen. Also, so kriege ich das nicht hin. Ich gehe mal wieder hier hoch. Wenn ich es denn jetzt noch überhaupt überlebe. Ah, da war noch einer hinter mir. Also irgendwie sind die alle hier hochgelaufen, die Gegner. Deswegen wollte ich hier hin, aber jetzt sehe ich gerade... Aha, den habe ich ganz gut abgestaubt. Jetzt sehe ich gerade, hier ist so ein Pulk von uns. Das wird nichts werden. Naja, ich habe heute eigentlich wieder mal kein größeres Thema, aber ich habe mir was überlegt, was eigentlich ganz interessant ist, was ich so ein bisschen beobachtet habe. Und zwar sieht man ja jetzt in letzter Zeit... Ich habe ja die Weihnachtstage und die Feiertage so gesehen nicht gespielt, die ganze Zeit. Großartig Star Wars oder sowas. Und dann merkt man natürlich jetzt hier, wenn man wiederkommt, oh, es gibt ganz viele neue Leute, die dazugekommen sind, die das Spiel halt erst zu Weihnachten sich gegönnt haben oder bekommen haben. Und natürlich sind die dann vom Level her, das sieht man dann immer sehr stark, wenn die spawnen, sind die dann natürlich sehr, sehr low. Also im Gegensatz zu mir zumindest, der ja relativ viel gespielt hat, muss ich ja zugeben. Aber dann gibt es natürlich auch noch das genaue Gegenteil. Dann gibt es so Leute, die natürlich trotz alledem die ganzen Feiertage durchgespielt haben und das Spiel auch von Anfang an hatten. Zumindest sieht es so aus. Denn die sind dann natürlich nochmal höher als ich vom Level her. Dann siehst du da die epischen Karten bei denen, die epischen Trooper bei denen, dass die als Lilaner spawnen oder halt bei den Helden jeweils als Lilaner spawnen. Und ich habe ja tatsächlich noch gar nichts auf Lila so großartig. Ich glaube, Kylo Ren habe ich, glaube ich, als aller einzigen Charakter überhaupt auf dieser lilanen Stufe. Und das liegt daran, dass man bei dem natürlich zwei Karten geschenkt bekommen hat mit dieser Deluxe Edition hier, die ich habe. Ich habe mir selber persönlich noch nie eine Karte auf Lila gecraftet bis jetzt. Oh mein Gott, das ist ein Gegner da. Nein, das werde ich nicht schaffen. Das ist von der Reichweite. Ich knapp das nicht. Ah, oh, und ich bin nicht reingerollt. Mist, warum war denn da ein Gegner? Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass da einer ist. Naja, wir nehmen wir jetzt einen Panzer oder nicht? Ein Panzer ist hier natürlich verdammt effektiv. Wir nehmen einen Panzer, komm. Wir nehmen einen Panzer und gucken mal. Jetzt sieht man es gerade. Da schön 9 war da einer, 8 ist jetzt einer, der spawnt, 15 ist einer, 2 ist der MTT. Also es ist ganz interessant, wie das durchgemischt ist. Und da ist jetzt die Frage an euch. Was für Leute seid ihr denn? Seid ihr so Leute, die sich dann... also es geht eigentlich... Das war jetzt nur der Intro-Text so gesehen dazu. Halt, da ist so ein doofes Kanonenboot. Das will ich eigentlich abschließen. Da erstmal den, der... Ja, den hat man sich gönnen können, den Typen. Da ist das Kanonenboot. Ja, sehr gut. Da hat der andere Panzer auch noch drauf geschossen. Da muss man immer gut drauf achten als Panzer. Aber naja, als Introtext hatten wir jetzt das mit diesen ganzen Erklärungen dazu. Und jetzt die Frage an euch eigentlich eher. Was seid denn ihr für Leute? Seid ihr denn eher so Leute wie ich, die so ziemlich alles in dem Spiel spielen möchten? Also natürlich ausprobieren ist klar, aber ich möchte ja auch irgendwo alles immer spielen können. Ich möchte die Chancen haben, immer alles spielen zu können. Und deswegen möchte ich auch alles irgendwo gleich gut haben. Und da es nun mal so in diesem Spiel so ist, dass man die lilanen Karten verdammt, 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 verdammt lange spielen muss, damit man die bekommt. Und die blauen doch im Vergleich zu den lilanen jetzt nur natürlich. Es werden jetzt einige sonst flamen. Dass man die relativ schnell und leicht kriegen kann. Also wenn man das mal punktetechnisch ganz einfach sieht vom rechnerischen her. Dass man doch die Blauen sehr viel leichter bekommt. Man kann sich, glaube ich, zweieinhalb, drei blaue Karten craften. Der fliegt aber. Bis man sich eine lilane craften kann. Also, wenn man einfach die rohen Punkte an sich jetzt zusammenzielt, so gesehen, kann man da sehr viel Punkte zusammensparen. Und da ich jetzt so einer bin, der wirklich alle spielen möchte, der dann halt auch wirklich mal den Specialist spielen will, auch wenn er den nicht häufig spielt, oder dann halt auch wirklich alle anderen Helden, die es so gibt. Und natürlich liegt das auch so ein bisschen bei mir daran, dass ich das jetzt hier über YouTube ganz viel spiele und natürlich im Stream dann spielen möchte. Und wenn dann einer sagt, oh, spiel doch mal bitte Finn, dann möchte ich bei Finn halt auch die guten Karten haben, obwohl das jetzt ein doofes Beispiel ist, weil bei Finn habe ich die nicht mal.
Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und ich bin auch sonst jemand eigentlich, der relativ gerne immer mal alles rumswitcht. Ich würde jetzt, wenn ich die beste Klasse nehmen würde, die ich jetzt als für die beste halte, müsste ich die ganze Zeit mit dem Offizier rumlaufen, mit der Blurk. Das wäre für mich auf jeden Fall die stärkste Klasse, die beste Klasse. Das müsste ich dann die ganze Zeit durchziehen. Darauf habe ich eigentlich auch selber gar keine Lust. Deswegen, ich habe ja auch bei den Waffen zum Beispiel wirklich schon so viele Aufsätze. Ich habe fast alle Aufsätze, die es gibt im Spiel schon. Mir fehlt noch bei dem zweiten Specialist-Waffe fehlt mir noch fehlen mir noch zwei Aufsätze, die mag ich nämlich gar nicht, die Waffe. Das ist die Waffe, die ich am wenigsten mag irgendwie im Spiel. Ich weiß, die ist total beliebt bei manchen. Ich finde, die ist einfach irgendwie die schlechte Variante der letzten Sniper, der vierten Sniper. Und beim Heavy habe ich bei der dritten habe ich das letzte Ding noch nicht, aber das kriege ich recht bald, glaube ich. Da brauche ich gar nicht mehr so viele Kills. Da habe ich das auch schon alles. Ansonsten, ich habe ja auch schon für viele, viele verschiedene kann ich den überfahren? Ja, kann ich. Ich habe ja auch schon für verschiedene Helden blaue Karten. Ich habe mir jetzt auch schon für die Panzer hier, den ich gerade auch spiele, zum Beispiel blaue Karten habe ich mir da geholt. Ich will auch eigentlich auch noch, darauf spare ich gerade im Moment, möchte ich mir für alle Raumschiffe die ganzen blauen Karten zusammenbauen. Und da ist jetzt halt die Frage, was seid ihr für einer? Seid ihr eher so einer, der dann wirklich auch so ist wie ich? Sagt, oh, ich möchte eigentlich zumindest viel oder viele verschiedene spielen. Also bei mir ist zum Beispiel so, den Specialist, ganz ehrlich, ich mag den jetzt nicht so sehr. Das ist relativ bekannt, denke ich auch. Und daher werde ich mir den jetzt auch nicht mit den krassesten Karten zusammenstellen. Da habe ich auch noch einige graue. Bei manchen lohnt sich es auch einfach gar nicht, die großartig hochzuspielen. Bei dem überladenen Wachgestütz zum Beispiel, obwohl ich das vom Heavy super stark finde, habe ich das auch nur auf grau. Ganz einfach, weil es sich irgendwie gar nicht unbedingt rentiert, so großartig. Und da ist jetzt die Frage an euch. Was seid ihr für einer? Seid ihr eher so einer, der sagt, boah, ich spiele einfach wirklich nur immer den einen? Ist ja auch kein Problem. Ist ja alles eure Sache. Oder nur den Heavy und den Assault oder sowas zum Beispiel. Und dann als Helden noch Bosk dazu. Und für die spiele ich einfach so gerne und so oft, dass ich mir für die einfach auf jeden Fall mir die Karten zusammenbauen möchte. Und dann mit denen halt richtig gut sein werde. Aber dafür dann halt nicht so gerne oder gar nicht im Panzer rumfahre oder sowas in der Richtung. Weil es lohnt sich ja eigentlich schon, wie gesagt, wenn man jetzt rein vom Aufwand, nee, Quatsch, vom Aufwand, vom Rechnerischen guckt, lohnt es sich ja schon verdammt stark, einfach mal sich nur alles auf blau zu holen. Weil, wie gesagt, eine blaue Karte ist verdammt günstig im Gegensatz zu den epischen, zu diesen lilanen. Sind verdammt teuer, die Dinger. Daher kann man sich wirklich als Allrounder aufstellen. Jetzt bin ich hier zum Beispiel nicht mehr. Ich bin gar nicht so einer, der ganz oft Panzer gefahren ist oder der oft gerne Panzer gefahren ist, aber ich habe es mir trotzdem hochgenommen. Hochgespielt hier auf blau alles. Das lohnt sich auch total und manchmal ist auch der Unterschied ganz gering nur, ne? Dann hat man bei einer blauen Karte vielleicht dann, weiß ich nicht, 13% schnellere Abklingzeit und bei der epischen dann, also bei dieser lilanen dann 15. Ob sich das dann lohnt im Endeffekt, wird jeder für sich selbst abwiegen, aber ich finde es auf jeden Fall ganz interessant zu sehen, dass man doch jetzt häufiger welche sieht, die verdammt hohes Level haben. Und da frage ich mich dann immer, sind die einfach wirklich allgemein noch mehr am Spielen oder sind das, jetzt werde ich draufgehen, merke ich gerade, das Kanonenboot schießt nämlich auch noch auf mich. Oder sind das einfach wirklich nur Leute, die einfach nur aussteigen? Oder sind es einfach nur Leute, die einfach eine einzige Klasse richtig gerne spielen und dann sagen, boah, ich hau mir den auf jeden Fall richtig hoch und den spiele ich so gerne, so viel. Und so oft, wie es nur geht. So, ich respawn jetzt absichtlich, weil ich habe die 16.000 Punkte, 19.000 Punkte. Kann jeden Helden nehmen, den ich möchte. Und ich nehme jetzt mal Boba. Boba hat mir schon so lange nicht mehr im Part. Richtig lang. Jetzt bin ich gerade mit ganz vielen Leuten gespawnt, die das wohl alle erst zu Weihnachten bekommen haben. Die waren, glaube ich, zumindest wenn ich richtig gesehen habe, im Augenwinkel waren die alle erst grau vom Level her. Ist ja auch kein Problem, ne? Also, wie gesagt, macht ja keinen Unterschied. Aber hat ja alles nur mit Spielzeit zu tun, im Endeffekt. Aber es ist interessant zu sehen auf jeden Fall. Und da würde mich mal interessieren, was für einer seid ihr? Das heißt auch, ich weiß gar nicht genau, wie ich das nennen soll, irgendwie. Was für ein Crafting-Plan man hat oder was für einer man in diesem Progress-System ist. Ich werde mir noch irgendwas ausdenken müssen dafür. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, dass man doch häufiger dann wirklich welche sieht, die, oh, verdammt, die dann voll episch ausgerüstet sind. Und dann denke ich mir immer so, wow, krass. Komplett episch. Wow, jetzt lädt sich mein Jetpack nicht. Boba muss zu Fuß gehen. So, hier muss man natürlich aufpassen, ist gerade bei diesen engen Gängen hier. Ja, da war ja ein Darth Maul drinne. Wie ist denn der da durchgekommen, der Heavy? Wenn ich euch höre, hören die euch auch. Okay. Wollen wir mal gucken, dass wir hier auch ein paar Leute noch holen. Da sitzt einer. Das Doofe ist, wenn man diese mittlere Fähigkeit von Boba aktiviert hat, dann kann man nicht mehr den Nahkampf machen. Ich wollte ihn eben gerade eigentlich nochmal so boxen.
meinen coolen Flammenwerfer-Schlag, aber das geht gar nicht mehr dann. Es geht dann einfach nicht mehr. So, hier ist irgendwo unser Held. Das heißt, wir gehen mal darüber. Aber mein Team macht das schon. Mein Team macht das schon richtig gut. Bin ja mit Boba auch ein richtiger Heldenkiller. Deswegen gehen wir jetzt auch mal so ein bisschen auf Heldenjagd. Hier vorne muss einer sein. Und den wollen wir gerne erwischen. Das ist Yoda. Na, haben wir ihn auch schon. Siehst du mal, Heldenkiller, ich sag's doch. Ich call's und da passiert's auch schon. Der arme Yoda, aber der tolle Boba hat ihn geholt. Ach komm, der Typ vor mir hier. Was ist denn das für einer? Auf was schießt der? Der schießt auf Geschütz? Okay. Interessante Taktik. Oder auch nicht. Merkwürdige Taktik. Kann ich da oben durchs Fenster? Ne, da geht man nicht durch. Da kann man nirgendwo durch. So, einmal mit den Raketen reinhämmern. Also Boba ist eigentlich relativ einfach zu spielen. Ich fände es ganz cool, wenn man Boba irgendwie auch noch... Obwohl der wirklich einer der Helden ist, wirklich der wirklich fast gar keine... Oh, jetzt wird mich die Granate voll erwischen. Ja, das hat übel mir gezogen. Obwohl der einer der wenigen Helden ist, der wirklich fast gar keine Karte hat, die wirklich useless ist. Wo man wirklich sagen würde, boah, die Karte nutzt ja gar nichts. Ist es trotzdem nicht allzu, ist er trotzdem nicht allzu stark, weil er einfach so verdammt wenig Leben hat. Ist, glaube ich, einer der Helden, der am wenigsten, mit am wenigsten Leben hat. 500 hat er nur. Hat keine Möglichkeiten, sich irgendwo mehr zu regenerieren, sich zu heilen, das Leben zu boosten. Das finde ich ein bisschen schade. Ich fände es echt cool, wenn man hier irgendwie macht, töte einen Gegner mit der E3 und erhalte 20 Leben zurück oder sowas. Muss man ja nicht mal mit diesen Raketen einbauen oder... Boba Fett hat 100 Grundenergie mehr, würde ich sofort nehmen oder kann wieder mehr regenerieren oder sowas in der Richtung. Das fehlt mir so ein bisschen bei dem. Ich mag den zwar total gerne und spiele den auch gerne, aber das ist echt, der ist verdammt schwierig, weil man verdammt schnell drauf geht mit ihm. Aber gerade wenn das passiert jetzt hier, dann ist man tot, wie ich jetzt gerade. Wenn man in der Luft erwischt wird von irgendwas, ich weiß nicht mal, was mich in der Luft erwischt hat, wahrscheinlich irgendwie eine Art, Heiden hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? Die werden, ich mag die zwar überhaupt nicht, aber naja. Naja. Ich weiß gar nicht, ob mich da irgendwie dieses Geschütz erwischt hat von dem... Von dem Heavy. Hat mich das runtergenockt? Das finde ich halt echt übel, ey. Das finde ich echt, echt übel, wie viel... Wie schlimm das ist, wenn man mit Boba einmal irgendwo getroffen wird kritisch. Dann hat man, ist man eigentlich tot. Also da im Moment, als ich runtergefallen bin, war mir klar, ich bin tot. Konnte gar nicht mehr anders gehen. Da war mir bewusst, ja, das war's. Boba Fett muss abdanken. Schade, dass es nicht so gut gelaufen ist. Ich hatte, glaube ich, 7 Kills nur. Das ist echt ein bisschen wenig. Aber hier in diesem engen Gang ist der Boba Fett eigentlich auch nicht wirklich... Das ist ja wirklich nicht der Beste hier. Oh, ich will nicht gegen Yoda kämpfen. Deswegen gehe ich doch mal gerade ein Stück zurück. Ich krieg Fallschaden? Wow, echt Aiden. Echt Aiden? Echt? Naja, gut. So, wir gehen mal nochmal hier hoch. Man hat schon gesehen an meinen Punkten. Ich habe so viele Punkte schon wieder. Das liegt natürlich daran, dass ich den Panzer genommen hatte. Kann ich halt, wie gesagt, eigentlich auch nur empfehlen fast schon. Wenn man wirklich unbedingt den Helden haben will, dann sollte man vielleicht in den Panzer einsteigen. Oh oh. Ja. Aber ich habe den Yoda, glaube ich, mitgerissen, so gut wie, weil der hat, der wurde geschockt, meine ich. Ich meine, der wurde geschockt. So, noch einen Helden können wir nicht nehmen, ist auch nicht so schlimm. Wir nehmen einfach nochmal den Sprungraketentruppler hier, ja. Wir nehmen es sowieso direkt ein, also das ist alles kein Problem. Haben wir heute mal den Part, wo wir relativ viel gestorben sind mit den Helden. Aber ich habe auch die Helden genommen, die wirklich unbeliebt sind. Gerade Aiden, ich finde die total schlecht. Also Aiden, bevor ich Aiden nehme, würde ich auf jeden Fall einen Wookie bevorzugen. Mit dem Wookie reiße ich 100% mehr als mit Aiden. Die finde ich saumäßig schlecht. Ist auch leider echt der Charakter, wo ich nicht nur von den Fähigkeiten sagen würde, warum ist der im Spiel, sondern auch von dem Interessantheitsgrad. Warum ist Aiden im Spiel? Die ist so uninteressant. Hätte ich lieber einen Schurken gehabt, lieber einen Tarkin, lieber einen Count Dooku, lieber einen General Grievous, lieber von mir aus auch einen Cad Bane oder sowas aus Clone Wars, wäre mir alles lieber gewesen als einen Aiden. Aber naja, das ist ja nicht so schlimm. Ich hatte ja meine Frage gestellt, wie hat es euch denn gefallen? Ich hoffe schon ganz gut. Das war's mit der Folge, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann.